Reden ist nicht sprechen. Der Podcast. Direkt aus der Akademie Deutsche Pop, Nürnberg. Hallo und willkommen hier zur zweiten Runde von dem Podcast Reden ist nicht sprechen. Wir sind immer noch in Runde 1 und stellen heute Sue vor. Hallo Sue, schön, dass du Zeit hast. Genau, du bist Mitkommilitone hier an der Deutschen Pop. Richtig. Und ich hätte gern, dass du einfach mal kurz einen Abriss von deinem Leben gibst, erzählst ein bisschen von dir, was du vorher gemacht hast. Sehr gerne. Also mein Name ist Susanna oder ich lass mich auch gerne einfach nur Sue nennen. Ich komme aus Coburg. Ich habe vor 2 Jahren geheiratet und ich habe im März meine Ausbildung als Goldschmiedin abgeschlossen. Sehr spannend. Jo. Und jetzt habe ich beschlossen, mal noch einen anderen Pfad einzuschlagen. Bin jetzt hier. Okay, wie alt bist du? 21. 21? Jawohl. Warum Sprecher? Ich meine, du kommst aus einem handwerklichen Beruf, das ist schon mal ziemlich cool, man kennt nicht viele. Ich kenne viele auf dem Mittelaltermarkt, die sowas machen. Wie kommt man dann zum Sprechen? Also, ich habe schon als Kind immer Schauspiel irgendwie cool gefunden. Habe da immer meine kleinen eigenen Geschichten vor mich hingespielt und habe das nie wirklich genutzt, dass ich da in die Richtung einschlag. Hast du generell nie darüber nachgedacht, dass es den Beruf gibt? War das ein Hobby? Doch, aber das war irgendwie so komplett weit weg. Irgendwie Schauspieler, Sprecher, den Beruf als Sprecher kannte ich gar nicht wirklich, sondern ich wusste, es gibt Synchronsprecher. Aber dass ja jede Werbung und alles auch gesprochen wird und dass das Leute hinter dem Mikro sind, das hatte ich irgendwie gar nicht wirklich auf dem Schirm. Und so kam das dann mehr oder weniger mit der Zeit, weil ich, das weißt du inzwischen schon, Dungeons and Dragons begeistert bin. Und da habe ich Critical Role irgendwann kennengelernt, die ja amerikanische, sehr bekannte, erfolgreiche Synchronsprecher sind oder eben Voice Actors. Und fand es total cool. Und so kam ich da erstmal wirklich auf den Trichter, dass es da in die Richtung was gibt. Und natürlich dann auch im deutschsprachigen Raum. Mhm. Ja, also Dungeons & Dragons haben wir schon ein kleines Projekt gemacht. Yep. Das können wir dann verlinken. Könnt ihr unten drunter dann mal sehen. Oh je. Ja, wir sind am Anfang. So fängt man an. Da muss nicht alles perfekt sein, denke ich. Aber ja, das mit dem Beruf Sprecher ging mir ähnlich. Man kriegt das gar nicht so mit. Man nimmt es einfach nicht wahr, dass das ein richtiger Beruf ist, wo man reingehen könnte. Ja. Deswegen heißt es wahrscheinlich auch Sprecher der Traumberuf werden. Hast du dann eigentlich schon irgendeine Erfahrung mit Schauspielerei? Hast du irgendwas in dieser Richtung schon mal gemacht? Leider nicht wirklich. Also wir hatten von unserer Gemeinde früher eine Kinderfreizeit jedes Jahr. Und da gab es für die Kinder dann auch immer irgendwelche Theaterstückchen und so, die vorgespielt wurden, um verschiedene Bibelgeschichten tatsächlich zu erzählen. Und da habe ich ab und zu mitgewirkt. Das ist aber eigentlich leider die einzige Erfahrung, die ich im Schauspiel gemacht habe. War das eine christliche Schule? Eine christliche Gemeinde und dafür dann eben eine Kinderfreizeit. Mhm. Ja, aber das war so die einzige Erfahrung leider, die ich gemacht habe. Und jetzt im Nachhinein bereue ich, dass ich nicht zum Beispiel ins Schultheater bin oder nicht bei uns in Coburg gibt es das Landestheater, dass ich da nicht irgendwie mal da auf die Leute zugegangen bin, weil ich das wahrscheinlich schon gern gemacht hätte, habe es aber als Kind nicht gecheckt. Aber hey, du bist 21, da hast du noch genug Zeit, da einfach reinzuschnuppern. Ja, das stimmt. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist das eigentlich mehr eine Leidenschaft oder ein Hobby gewesen, dieses Sprechen von dir? Ja, noch nicht mal wirklich das Sprechen, sondern es war eher Geschichten ausdenken und die irgendwie vor mich hinspielen. Also als Kind, ich hatte schon immer irgendwie eine blühende Fantasie. Meine Mama erzählt immer gern die Geschichte von mir. Da kam sie einmal in mein Zimmer rein und ich lag auf dem Boden auf einer großen Wolldecke in meiner Schlafanzughose mit einem schlapprigen Shirt drüber. Alle 4 von mir ausgestreckt und sie kam rein und hat gefragt, was machst du da? Und ich dann, ich bin ein müder Bauer auf dem Feld. Ja, und solche Sachen habe ich mir halt dann immer überlegt und das dann irgendwie gespielt und halt, ja, Kind halt auf jeden Fall. Und so richtig ins Sprechen kam ich da noch nicht. Aber mein Gedanke war, okay, ich weiß nicht, wie ich so vor einer Kamera bin.
dann lasse ich das mit der Kamera erstmal weg und ich finde Schauspiel cool, also gehe ich ins Synchronsprechen. Das ist ja quasi Schauspiel, nur ohne Kamera. Genau, die Bewegungen, was man da macht, die würden sich die Leute totlachen, wenn man die wahrscheinlich im Film sehen würde. Das ist vielleicht ganz gut, dass da keine Kamera dabei ist. Hörst du dann eigentlich selber gern Hörbücher und Hörspiele? Ab und zu. Also ich lese sehr gerne und wenn ich die Gelegenheit dazu habe, dann lese ich auch lieber, als dass ich Hörbücher höre. Aber an sich ist es schon eine tolle Sache. Einfach Ohrstöpsel rein, Hörbuch hören, irgendwo rumlaufen. Schon, ja. Hast du da einen Favoriten? Ich habe den Namen des Windes gelesen und gehört. Mhm. Ist ein tolles Buch, kann ich jedem empfehlen. Und da habe ich auch die Hörbücher zugehört. Und vor allem, als ich dann Berufsschule hatte und dann immer mal gerade Pause von den anderen gebraucht habe, einfach Kopfhörer auf und das Hörbuch hören. Das war cool. Okay. Wir sind ja jetzt hier an der Deutschen Pop. Ja. Es gibt ja mehrere Anbieter. Warum hast du dich für die Deutsche Pop entschieden? Ja, zum einen wusste ich nicht, dass es andere Anbieter gibt, beziehungsweise habe bis heute nicht wirklich danach gesucht oder was gefunden. Und es war ganz lustig, weil die Geschichte, wie ich an die Deutsche Pop gekommen bin, ist folgende. Ich habe mit meinem Mann darüber geredet, dass ich Schauspiel total cool fände und in meinem alten Betrieb hat es mir nicht mehr gut gefallen. Und da habe ich dann überlegt, was mache ich, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin? Bleibe ich trotzdem noch dort? Probiere ich was anderes aus? Gehe ich zu einem anderen Betrieb? Und so weiter und so fort. Und da haben wir dann eben auch drüber geredet, dass ich Schauspiel total cool finde. Und dann haben wir geguckt, wie wird man eigentlich Schauspieler? Oder gibt es da irgendeine Möglichkeit? Haben einfach da ein bisschen drüber geredet. Und die immer zuhörenden Geräte halt. Irgendwann hat er dann auf Instagram eine Anzeige von der Deutschen Pop bekommen mit werde Synchronsprecher und hat mir davon einen Screenshot geschickt und hat so nach dem Motto geschrieben, so hey, guck mal, gerade noch drüber geredet, gruselig, die hören immer zu. Und dann habe ich das gesehen und habe mir gedacht, interessant, okay. Und habe da dann mit einer Freundin drüber geredet und dann ist mir aufgefallen, dass ich das total cool finde und bin dann direkt auf die Homepage von der Deutschen Pop. Hatte dann ein Beratungsgespräch, das mir sehr gut gefallen hat. Bei wem warst du noch? Bei der Conny. Und da. Was macht die? Die ist auch Sprecherin. Inzwischen leider nicht mehr hier in Nürnberg an der Pop. War sie Dozentin oder? Nee, sie war im Kundenbereich. Kundenberatung. Ach so, okay. Genau. Mhm. Wie die Laura eigentlich. Mhm. Verwaltung, okay. Genau, und das Gespräch war richtig cool und dann war ich beim Open Day auch da und der Workshop war richtig cool und dann habe ich eigentlich gar nicht mehr großartig geguckt, ob es da noch Alternativen gibt, weil wenn man in Google eingibt, Synchronsprecher werden, dann kommt die Pop gleich oben und da das stimmt. hab ich dann nicht mehr wirklich weiter gescrollt. Ja, da muss man tiefer einsteigen, wenn man da wirklich was finden will. Man findet noch einige Sachen, aber ja, die ist meistens immer ganz vorne weg. Auch auf YouTube, wenn du das eingibst, kriegst du auch sofort die Deutsche Pop. Ja. Da bin ich zum Beispiel auch drüber reingekommen. Und dann hast du das mitgemacht und dann hast du dich gleich eingeschrieben? Quasi, ja. Ich hatte, wie gesagt, das Beratungsgespräch und irgendwie stand es dann schon für mich fest, dass ich was Neues ausprobieren möchte. Habe mir darüber natürlich Gedanken gemacht, bin dann auf den Schluss gekommen, ich bin 21, ich kann eigentlich zeitlich noch nichts verlieren, deswegen probiere ich das jetzt einfach mal aus und das Gespräch war sehr gut, der Open Day war total interessant, dann stand es eigentlich schon quasi fest für mich und habe mich eingeschrieben. Okay, ich denke, was viele auch interessieren würde, ist, man schreibt sich hier ein, die Deutsche Pop gibt eigentlich sehr viele Rabatte, wenn man alles auf einmal zum Beispiel bucht. Ja. Ne, alles auf einmal zahlt. Ja. Wie hast du dich entschieden? Welche Variante hast du gewählt? Genau, es gibt ja drei verschiedene Möglichkeiten. Du kannst es entweder monatlich zahlen oder halbjährlich oder komplett für alle drei Semester. Für alle drei Semester. So, jetzt habe ich es. Und je nachdem, welches du wählst, ist es dann günstiger. Also wenn du alles komplett bezahlst, ist es günstiger, als wenn du jetzt nur monatlich bezahlst.
Und ich habe mich für das Komplette entschieden, weil zum einen ist es günstiger, zum anderen steht es für mich nicht zur Frage, dass ich das irgendwie unterwegs abbrechen würde oder so, sondern wenn, dann ziehe ich es durch, logischerweise. Weil die einzelnen Semester sind ja Sprecher, Studiosprecher und dann Synchronsprecher. Und das ist eigentlich mein Ziel, Synchronsprecher zu werden. Deswegen habe ich dann beschlossen, einfach gleich in einem Rutsch alles bezahlen. Genau. Hast du dann auch noch den Rabatt bekommen? Die hatten das noch angeboten für Synchronsprecher, extra nochmal einen Rabatt. Ja, genau. Das war bis zu einem gewissen Datum. Da gab es dann nochmal, ich weiß nicht was, 10% oder so. Und ein Set, ein Studio-Set mehr oder weniger. Ja, ich glaube 300 Euro pro Modul haben sie da abgezogen nochmal. Ah, 900 okay. Waren das. Ja, so genau weiß ich das jetzt gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall dann weniger im Endeffekt. Und eben dieses Set, was ich echt cool finde, weil das ist ein kleines Interface mit einem Mikrofon und ein Kopfhörer. Das hast du dazu gekriegt? Ja, das habe ich dazu gekriegt. Das habe ich nicht gekriegt. Oh nein. Wieso? Vielleicht warst du nicht mehr bis zu der Frist dabei oder so. Ja, ich war ziemlich spät dran, das stimmt. Und dann habe ich mit ihm noch einen extra Vertrag aufgesetzt, weil ich gesagt habe, wenn der Kurs, der war eigentlich geplant für am frühen Nachmittag, ich glaube um 1 oder um 2, habe ich gesagt, wenn der wirklich um diese Uhrzeit stattfindet, kann ich das nicht teilnehmen, eben wegen Berufstätigkeit. Und dann hatte ich einen Zwischenvertrag eben noch, dass ich komplett wieder aussteigen kann, falls der Kurs nicht auf den Abend verlegt wird. Ah, okay. Aber deswegen hätte sie mir trotzdem das kleine Mikro geben können. Ja. Und die Kopfhörer. Na gut, okay. Das nutze ich auch fleißig zu Hause. Glaube ich. Ist schon immer praktisch, noch ein Mikro zu haben. Ja, ich hatte vor allem nicht wirklich eins. Also ich hatte nur so ein USB-Mikro, das okay war, aber das ist auf jeden Fall besser. Und halt das Interface dazu. Ja. Hast du dich auch vorher mal erkundigt, so über Rezensionen über die Deutsche Pop? Nö. Okay. Sie haben einen sehr professionellen Eindruck auf mich gemacht und deswegen, ja, und wie gesagt, ich habe keine Alternativen wirklich angeschaut, deswegen stand es für mich eigentlich nicht zur Frage. Okay. Du hast dich jetzt eingeschrieben. Was sind deine gewissen Erwartungshaltungen? Das heißt, was erwartest du, dass du mit dieser Ausbildung eigentlich für dich gewinnst nach diesen drei Modulen? Wo willst du da stehen? Also nach diesen drei Modulen möchte ich in der Lage sein, mich so weit vorzubereiten, dass ich mich bei Studios bewerben kann, dass ich souverän sagen kann, hier, hallo, das bin ich, das kann ich. Wenn ihr mich nehmt, dann kriegt ihr das und das von mir. Genau, das ist mein Ziel und einfach auch in der Lage zu sein, professionell synchron zu sprechen. Ja, ich sehe das mehr oder weniger als eine Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung hinter mir und ich weiß, was ich vorher konnte und was ich jetzt kann. Und so in die Art stelle ich mir das hier auch vor, dass ich darauf auf die Welt vorbereitet werde quasi, irgendwann das als Beruf machen zu können. Meine letzten Fragen basieren eigentlich darauf, was du dann schon gemacht hast. Du hast dich jetzt eingeschrieben, hast du schon gesagt, du hast ein Mikro? Ja. Wir haben kurz erwähnt, wir haben schon ein kleines Projekt zusammen mal gemacht. Genau. Was hast du noch alles schon vorbereitet oder was hast du schon gesprochen? Nicht viel. Ja, unser kleines Projektchen, das wir gemacht haben, war für meine D&D-Kampagne, wo einer der Charaktere an einem anderen Ort war als der Rest und quasi für die nächste Session nicht anwesend sein konnte. Und für den Spieler wollte ich einfach ein kleines Update geben, was gerade mit seinem Charakter passiert. Und da haben der Heiko und ich einfach was aufgenommen, haben da was zusammengeschnitten. Und ansonsten, jetzt in letzter Zeit versuche ich öfter mal einfach Bücher vorzulesen, um das zu üben. Wir haben ja jetzt schon Bücher, die du schon kennst, oder machst du das als Prima Vista lesen? Sowohl als auch, aber vor allem Prima Vista, weil ich kein Doppelleser bin normalerweise. Genau, ich nehme das einfach als Übung mit, weil wir ja jetzt schon trotzdem 4 Einheiten hatten und da auch schon das ein oder andere gelernt haben, das für mich neu war, für dich vielleicht nicht unbedingt, aber
für mich war es neu und deswegen wollte ich das einfach mit einem Buch üben. Artikulation etc. Ja, genau. Was hast du denn schon alles gemacht? Ich weiß, du hast schon die ein oder anderen Sachen aufgenommen, habe schon das eine oder andere gehört und ich habe immer das Gefühl, wenn sobald du was vorliest, bist du ein Hörbuch quasi. Es ist, als würde ein lebendes Hörbuch vor mir stehen. Deswegen, hast du da schon vorher Erfahrungen und so weiter? Habe ich, aber das habe ich schon im Podcast 1 erzählt. Okay. Genau, das ist damit drin. Ja. Kann ich gerne nochmal drauf verweisen. Also die erste Folge ist das Interview mit mir. Da sage ich dann, was ich schon alles gemacht habe. Aber ja, einiges aus einfach als Hobby und Leidenschaft habe ich da schon einiges aufgenommen. Ich werde noch ein paar Links unten mit reinsetzen. Und ja, vielleicht interessiert sich der ein oder andere dafür. Genau, hast du dich schon irgendwo eingeschrieben? Also so, da gibt es ja verschiedene Börsen oder zum Beispiel auch die Hörtalk-Community, was ich ganz spannend finde. So bekanntere Sachen habe ich mich noch nicht eingeschrieben, weil ich mir dachte, ich möchte erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln und generell vielleicht erstmal auch ein bisschen sicherer werden in dem, was ich kann. Ich habe allerdings eine Internetseite gefunden, die heißt, ich weiß leider nicht, wie man das ausspricht. Falls sie jemand kennt, tut mir leid, wenn ich das jetzt total vermetzger hier. Ist nicht im Duden 6? Nein. Pass, weiß ich nicht, P-A-Z-Z. Uh-huh. Es ist quasi eine Plattform, wo alle möglichen Leute, die mit Film und Fernsehen zu tun haben, das hobbymäßig oder auch semi-professionell oder auch professionell machen, zusammenkommen können und Projekte veröffentlichen können und Leute dazu suchen. Also ist das jetzt auch mit Video, wo du sagst Schauspielerei? Ja, alles. Okay. Alles dabei, kreuz und quer. Also verschiedenste Projekte bieten. Genau, also wenn jetzt jemand sagt, ich habe vor, einen kleinen Film zu drehen und sucht dafür noch jemand fürs Licht oder für die Tontechnik oder Schauspieler auch, dann können da Leute halt sich drauf anschreiben und dann kann man da eben zusammenkommen. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil da wirklich jeder irgendwie mitgenommen wird oder auch einfach jeder zusammenkommen kann, weil irgendwie da mal reinkommen ist so schwierig, finde ich. Also es wirkt so schwierig. Genau, und da habe ich mal ein paar Leute angeschrieben, ob sie einen Schauspieler oder Synchronsprecher brauchen. Und da hat sich jetzt auch ergeben, dass ich vermutlich dann bald als Komparsin mal im Laufe des Jahres aushelf. Und sie haben auch gemeint, dass sie das nachsynchronisieren werden. Und da haben sie auch überlegt, mich einzusetzen. Also es werden Projekte kommen, aber ich habe jetzt da... Okay, ist spannend. Komparse, was versteht man jetzt genau darunter? Ich würde sagen, so ähnlich wie Statist. Also es ist. Aber ein Statist sagt nichts, ne? Der steht bloß rum. Ja, genau. Ja, es ist Kleinrollen oder eben einfach nur Statist. Was okay ist, weil ich noch nie an einem Filmset war. Deswegen ist es schön, das auch einfach mal vom Rand zu beschnuppern fürs erste Mal. Und ja, bin ich gespannt, was das wird. Auf jeden Fall, es klingt gut. Ja. Wir werden davon dann in Runde 2 berichten, hoffentlich. Bestimmt, ja. Wie es weitergegangen ist, ob sich schon was ergeben hat und auf jeden Fall, wie auch die Ausbildung hier an der Deutschen Pop läuft. Ja. Wie zufrieden du bist und ja, ob du dich entwickelt hast. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Folge 2 unseres Podcasts. Folge 3 hoffe ich, dass wir noch einen weiteren gewinnen können aus dem Kurs. Und ja, bis dann. Auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.